Hallo liebe Rahmenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mache ich mal für euch ein richtiges Spezialvideo, weil es geht heute um das Spindelmäher-Tuning. Ich will mein E-Flex tunen, ich will mein E-Flex verbessern, ehrlich gesagt. Und zwar will ich die Spindeldrehzahl verändern, denn es gibt eine goldene Regel, wie man perfekt das Gras schneidet mit einem Spindelmäher. Und zwar muss der Schnittabstand, also immer wenn das Gras geschnitten wird, also die einzelnen Schnitte jetzt über die Strecke gesehen, der Schnittabstand muss gleich groß sein der Schnitthöhe. Und jetzt möchte ich eine bestimmte Schnitthöhe mähen, ich sage jetzt mal 16 mm. Und da sollte dann natürlich die Anzahl der Schnitte pro Meter, also der Schnittabstand zwischen zwei Schnitten, genauso groß sein, nämlich 16 mm. Und wie kriegt man das jetzt raus? Das zeige ich euch heute in diesem Video, wie man eben die Spindeldrehzahl und eben diesen Schnittabstand sehr leicht errechnen kann und wie man dann seinen Spindelmäher verändern kann. Ganz genauer gesagt, wie ich meinen Toro E-Flex verändern kann, das zeige ich euch heute. Und ja, also ein wirkliches Spezialvideo. Denn ich glaube, der E-Flex ist für meine Schnitthöhe nicht geeignet. Bis gleich! So, entstehen die perfekten Streifen. Yeah! So eine Maschine, nämlich dieser Toro E-Flex, der ist für Grüns, also für Golfplatzgrüns gedacht. Und die werden in der Regel auf 3 bis 5 mm Höhe geschnitten. Also eine Schnitthöhe von 3 bis 5 mm. Dafür sind die Maschinen ausgelegt. Die werden in der Regel ausgeliefert mit einer 11-Messerspindel. Der hier hatte sogar eine 14-Messerspindel drauf. Und ich habe ja schon ziemlich am Anfang den E-Flex umgebaut auf eine 8-Messerspindel. Also der läuft schon mit einer 8-Messerspindel. Und wir können immer sehen, wie ich das umgebaut habe. So, und jetzt wollen wir mal gucken, was ist jetzt in dieser, Konfiguration die richtige Schnitthöhe, wäre die richtige Schnitthöhe. Und das machen wir, indem wir einfach erstmal die Fahrgeschwindigkeit messen und dann die Spindeldrehzahl messen. So, Rahmenfreaks, im ersten Schritt machen wir Folgendes. Jetzt stecke ich mal eine Strecke ab von, ich hoffe mal so 20 Metern, eine 20 Meter Fahrstrecke. Und dann messe ich die Zeit, die ich benötige, um diese 20 Meter mit meinem Spindelmäher, mit meinem E-Flex zu mähen. Mache ich ein paar Mal, um dann Durchschnittswert herauszukriegen. Da muss ich mir natürlich genau die Einstellung merken. Beziehungsweise auf der Skala sehe ich dann, bei welcher Geschwindigkeit ich fahre. Und dann dann messen wir mal nach, welche Spindeldrehzahl wir eigentlich dann haben. So. Jetzt haben wir hier 20 Meter. Das ist doch cool. Da haben wir genau die 20 Meter. Das ist jetzt Stufe 5. Start. Stufe 5. Stopp, 16,3. Das ist jetzt Start. Das ist jetzt wieder Stufe 5. Die gleiche Stufe nochmal. Stopp, 16. Ja, irgendwann zwischen 16, um die 16 Sekunden für 20 Meter. 16 Sekunden für 20 Meter, 20 Meter durch 16 sind 1,25 Meter pro Sekunde. Jetzt versuche ich, die Maschine im Stand auf die gleiche Drehzahl zu bringen. Und dann messe ich jetzt die Spindeldrehzahl. Und dann können wir auch schon ausrechnen, welche Schnitthöhe perfekt ist. Dafür habe ich mir selbst hier ein Laser-Drehzahl-Messgerät gekauft. Also deswegen ist kein Werbevideo, selbst gekauft. Und
Dieses Laserdrehzahlmessgerät sieht so aus. Süßes kleines Teilchen. Und damit kann man die Drehzahl eines sich drehenden Objektes messen. Damit man eine gute Reflexion hat, gibt es so kleine reflektierende Klebestreifen. Und den muss ich erstmal da vorne draufkleben. Folie ab. Und dann da drauf geklebt. Mehr oder weniger. Lass die Spinde laufen. Auf 5. Und jetzt habe ich hier einen Punkt. Tausend. 1408. 1407. Ungefähr 1400 Umdrehungen pro Minute. Wir haben 1400 Umdrehungen pro Minute. Das Ganze brauche ich nur durch 60 zu teilen. Und dann habe ich Umdrehungen pro Sekunde. Und das sind ziemlich genau 23,3 Umdrehungen pro Sekunde. Und ich habe aber eine 8-Messerspindel. Das heißt, ich muss jetzt das Ganze mal 8 nehmen. Dann habe ich die Anzahl der Schnitte pro Sekunde. Also 23,3 mal 8 gibt die Anzahl der Schnitte pro Sekunde. Und das sind, Fokus hoffentlich, weiß ich nicht, ungefähr 187 Schnitte pro Sekunde. Und wir hatten 1,25 Meter pro Sekunde. Wenn ich jetzt Schnitte pro Meter ausrechnen möchte, muss ich die 186 Schnitte pro Sekunde durch die 1,25 teilen und kriege dann 149, Fokus, kriege dann 149, sagen wir mal grob 150 Schnitte pro Meter. 150 Schnitte pro Meter. Das heißt, ich muss jetzt den Meter durch die 150 teilen, also 1000 Millimeter durch 150. Das heißt, ich komme auf 6,6, Fokus. Ich komme auf 6,6 Millimeter Schnittabstand. 6,6 Millimeter Schnittabstand. Und ja, die goldene Formel heißt, der Schnittabstand, also die 6,6 mm, müssen gleich groß der Schnitthöhe sein. Also die ideale Schnitthöhe für den Toro mit der 8-Messerspindel sind ungefähr 7 mm. Und das ist natürlich noch viel zu wenig. Wenn der Schnittabstand gleich der Schnitthöhe sein soll und ich aber auf 16 mm mähe, ist das zu wenig. Und jetzt können wir spaßenshalber Folgendes machen. Jetzt können wir mal die 1400 Umdrehungen pro Minute, haben wir ja ausgerechnet, durch, was war das, durch 60 teilen, genau, also die 23,3 nochmal mit 14 mal nehmen, mit 14. Da komme ich auf 326 Schnitte pro, 23, das war jetzt Umdrehung, 326, nee, Schnitte pro Sekunde. Geteilt durch 1,25 sind 261 Schnitte pro Meter. Wenn ich die 261 Schnitte pro Meter rechne, also 1000 durch 261, komme ich auf 3,8 mm. Auf 3,8 mm Schnitthöhe. Ja, und das ist genau das, was die Maschine kann. Ne? Bei 14 Messer waren drauf. Jetzt habe ich umgestellt von 14 auf 8 Messer, komme auf ungefähr 6,7 mm Schnitthöhe. Und jetzt verrate ich euch, was ich ändern werde. Schrauben wir das Ganze mal auf. Ich hoffe, ihr seid noch drauf. Wir schrauben mal auf und ihr seid noch drauf. So, da seht ihr jetzt, hier seht ihr jetzt den Zahnriemenantrieb. Und der hat drei Zahnräder, so ein Keil, ein Zahnriemen. Er hatte drei Räder mit drei unterschiedlichen Durchmessern, die sind alle sehr ähnlich. Und
Und ich habe jetzt eine sehr, sehr nette E-Mail bekommen von einem Fan. Also habe ich mir nicht ausgedacht. Er hat mir gezeigt, wie ihr das geändert habt. Hat mir auch gesagt, wo ich solche Teile bestellen kann. Also es gibt so Online-Shops, wo man so Zahnriemen sich fertigen lassen kann. Und das habe ich gemacht. Und die habe ich mir gekauft. Und zwar hier ein ganz kleines Ritzel und hier ein möglichst großes Ritzel, das so gerade noch ins Gehäuse reingeht. Und weil wir wollen ja jetzt die Drehzahl reduzieren, also brauchen wir hier ein kleines Zahnrad und hier ein großes Zahnrad. Denn je kleiner dieses Zahnrad ist, desto langsamer dreht dann das große Zahnrad. Das ist halt Getriebelehre. Ja, und da sind sie. Da sind sie, meine neuen Zahnräder, meine neuen Keilriemenscheiben, wie auch immer sie wirklich offiziell heißen. Also ein ganz kleines und ein ganz großes. Und die kommen jetzt da unten dran. Und dann habe ich noch einen neuen Riemen gekauft. Den lasse ich jetzt direkt laufen. Also so rum sitzt das dann auf der Maschine. Und das ist ungefähr eine Reduzierung der Drehzahl von 1,8. So, Freaks. Ja. Okay. Jetzt haben wir hier alles da. Also, jetzt muss ich erstmal diese Schraube hier lösen, um dann den zurückdrücken zu können. Dazu braucht man ein bisschen Druck, Keilriemen ab als neu, ein bisschen dünner. Naja. So, zack. So, jetzt wird's spannend. Passt es jetzt oder nicht? Ah, oh, geil. Geil. Es passt, Freaks. Oh, ich dreh durch. Oh, ey, das passt vielleicht gut. Wahnsinn. Genial, genial. So, jetzt komme ich da nicht dran vorbei, oder? Nee. Also muss der jetzt raus. Okay, dazu. So, hiermit, mit so einem 17er, kann ich sehr gut hier die Spannung zurückschieben. Und jetzt kommt das große Aha-Erlebnis. Oh, knapp, knapp. Komm. Oh. Mist. Na, geht. So, sehr gut. Jetzt geht das gut vorbei. Das sieht auch gut aus. Dann lassen wir es mal laufen. Heieieiei. Spannung. Freaks. So. Sauber. Das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Richtig gut. Alles frei. Da läuft er vorbei, hier läuft er vorbei. So, Drehzahl. Einfach mal laufen lassen, dann messe ich hier nochmal. Und auf 5 schalten. Ja, das ist genau. Mach an. Und dann auf 5 drehen. So. Man muss ein bisschen spielen. Jetzt habe ich ihn. 800. 830.
830. Mach ruhig aus. Hast du noch 5 gehabt? Ja, noch 5 gehabt. 830. Ach, was 830? 1400. 1400 durch 830. 830 sind 1,7. Nicht ganz so gut, wie ich dachte. Aber egal. Also 830 Umdrehung pro Minuten. 830 durch 60 sind 14,3. Und mal 8 sind 115. So, und wir hatten 1,25. Nee, 115 durch 1,25 haben wir 92. 92, naja, 92 Schnitte pro Meter. Und das sind 1000 Millimeter durch 92 sind 11 Millimeter. Ja, also wir haben tatsächlich mit dieser Übersetzung, und das ist wirklich absolute Grenze zum Gehäuse, und viel kleiner kriege ich die hier, glaube ich, auch nicht, weil dann fängt er hier, naja, ein bisschen kleiner könnte man sie noch machen. Dann fängt er auch hier an zu schleifen. Also wir haben jetzt 11 mm perfekte Schnitthöhe. Eigentlich wollte ich auf 16 bleiben. Ihr wisst, was der Rasenfreak jetzt tut, ne? Er geht auf 12 runter. Nein, nein, mein Freund. Jetzt stelle ich erstmal, jetzt muss ich erstmal mähen. Ob man das überhaupt sieht, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber es geht in die richtige Richtung, Freaks. Gut. Ja, klack, Deckel drauf und alles wegräumen und mähen. Wahnsinn. Ja, lieber Rangfix, natürlich jetzt noch das Fazit zu meiner Tuning-Maßnahme. Tuning, ne? Also wenn man tunt, dann will man immer schneller fahren. Und hier ging es darum, die Spindel langsamer drehen zu lassen. Also irgendwie, weiß ich nicht, aber Tuning hört sich gut an. Ja, ich habe jetzt ein paar Tage gemäht, also ist jetzt ein paar Tage später. Ich habe mir diese Tage so das Mähbild angeschaut und ich finde schon, es ist eine deutliche Verbesserung. Also auf jeden Fall. Schneidet er wesentlich sauberer, lässt wesentlich weniger Halme stehen. Und also ich bin ganz zufrieden. Ich mähe noch auf 16 mm. Ist natürlich interessant, jetzt mal zu schauen, wie es auf 11, 12 mm aussehen würde. Aber so schnell gehe ich ja jetzt nicht runter. Es ist unheimlich trocken immer noch. Wir kriegen jetzt vielleicht gleich ein Gewitter. Aber die entscheidende Frage ist natürlich zum Schluss jetzt noch, ja, warum ist denn überhaupt der Schnittabstand gleich der Schnitthöhe ideal? Da gibt es zwei Theorien. Die eine Theorie kommt von Toro. Ihr könnt mal in die Beschreibung gucken. Da habe ich ein sehr, sehr cooles Video von Toro unten reingehängt. Die erklären da sehr genau, wie der perfekte Schnitt auszusehen hat. Und es ist eben so, dass die Spindel kommt an, das Untermesser schiebt quasi das Gras so ein bisschen nach vorne. Dann kommt die Spindel und schneidet das Gras ab. Und die einzelnen Grashalme, die sollen sich so möglichst in der Mitte zusammenlegen und werden dann geschnitten. Und deswegen ist das so der absolut ideale Schnitt. Wenn die Spindel zu schnell läuft, dann sagt Toro,
wird das Gras zu oft geschnitten und wird dadurch zu stark gestresst. Also das stresst das Gras, das kann Krankheiten verursachen. Dieses zu häufige Abschneiden und die hohe Schnittgeschwindigkeit erzeugt natürlich auch Wärme, wenn die Messer sich leicht berühren mit dem Untermesser. Also von daher sagt Toro, das schädigt eher das Gras, die zu hohe Schnittgeschwindigkeit. Und die andere Theorie habe ich von meinen Greenkeeper-Kollegen bzw. der Doiler in meiner Greenkeeper-Ausbildung gehört. Die sagen, das Gras wird auch durch die hohe Drehzahl und durch die vielen Messer sehr stark heruntergedrückt durch so eine Art Gebläsewirkung. Eine Gebläsewirkung der Spindel, also das die Luft bläst also auf die Grashalme und dadurch können sie sich nicht gut aufrichten, wenn eben die Spindel zu schnell läuft, wenn die Spindel zu viel Messer hat. Das wäre so die zweite Theorie, die ich dazu gehört habe. Also ideal wäre Schnittabstand gleich Schnitthöhe. Das habe ich nicht ganz erreicht, leider. Mehr ist hier nicht machbar, also muss ich ein bisschen tiefer mähen. Nee, nee. Aber ist schon besser geworden. Tja. Soweit das Video. Schreibt mir gerne die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, ich mähe jetzt hier fröhlich weiter mit meinem E-Flex. Und dann schauen wir mal, wie sich das so im Laufe der Saison hier entwickelt. Macht's gut. Tschüss. Wer ist noch an?